Recht herzlich willkommen zur 167. Folge von City Skylines. Ja, der MAZ hatte mir geschrieben, das mit den Linien, und mir fiel dann nachher noch ein, so, ja, haben wir gemacht, und jetzt gucken wir da aber besser nochmal rein, weil ich glaube, da können wir noch was machen. Stopp, Linienverkehr war hier unten. Dann gehen wir dahin und wir haben hier definitiv überall Fahrzeuge drauf, das wissen wir, aber wir haben hier nicht weiter geguckt. Das ist die Straßenbahn, da fährt auch was und hier haben wir eine U-Bahn mit ohne Fahrzeuge. Mit ohne Fahrzeuge, das ist gut, ne? Gucken wir da mal hin. So. Zwei Haltestellen. Mach das mal geradeaus und dann mach mal die oberste wieder an. So. Kann man das minimieren? Nein. So, die hat zwei Haltestellen. Kann ich jetzt so da hinspringen? Nein, kann ich nicht. Die Ansicht ist das. Linienübersicht. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter hier, ne? So. Das ist Linie 1. Die ist hier. Nö. Nahverkehrlinien. Das ist doch U-Bahn. Ja, ist U-Bahn. Wo ist denn jetzt hier die Linie zu sehen dann? Ja, ganz einfach hier, ne? Zack. Ja, und Ruhe ist. Da fährt eine Bahn drauf auf Linie 7. Machen wir Linie 7 gerade. Da sind 43 und da unten wartet gar keiner. Aber die Linie fährt hier mit 125. Ah, der war gerade da, alles klar. Fährt jetzt zum zweiten. Okay, 125 sind drin, 50. Mal gerade abwarten. 100% Fahrzeuganzahl haben wir da. Und das ist mal gerade eine. Da sind jetzt 61 eingestiegen und er fährt weiter nach da unten. Welche U-Bahn-Linie ist das jetzt, bitteschön? Die von da nach da fährt, oder was? Ja, die fährt von da nach da. Mehr macht die nicht. Okay, aber das ist ja nicht so schön, oder? Vielleicht sollte die noch bis da wenigstens fahren, ne? Und wo ist dann der Haltestelle? Da, dann könntet ihr auch da bis da fahren. Gucken wir mal die anderen Linien erstmal an. Die fährt von da nach da bis da. Okay. Das war unsere, die wir gerade hatten. Das ist die Linie 8. Die fährt da oben irgendwo. Genau. Die macht die Schleife bis dahin. Dann ist das die Verbindung von da bis nach da. Ja. Könnte man eigentlich auch ändern, ne? Die meisten Passagiere sind hier unterwegs. Obwohl, passagiermäßig ist das ja gar nicht so verkehrt, bis auf diese hier. Ich glaube, dann machen wir das so, dass wir diese hier verlängern, oder? Linienübersicht. Mach das mal weg. So, da nochmal hin. Und dann nehmen wir den hier. Kann man den nehmen? Also vielleicht den. U-Bahn kann man nicht so ziehen wie bei den Bussen. Das ist schade, oder? Das gefällt mir jetzt gar nicht, ne?
Ne, neue Linie möchte ich nicht hinzufügen, ich möchte die alte einfach bis dahin haben. So, bei den Bussen haben wir gerade gesehen, ne? Ziehen und geht. Aber hier geht nichts. Weil wir wahrscheinlich die U-Bahn hier nicht ausgewählt haben, deswegen geht das nicht. U-Bahn-Linienwerkzeug. So, da siehe da. Können wir auch bis dahin verlängern. So. So, auf beiden Seiten hält er dann an. So, dann hätte ich gerne nochmal die U-Bahn gesehen. War das die Grünen? Ich glaube ja, ne? So. Das ist er. 4 Haltestellen. Eine unten. Einmal hier, einmal oben, zurück, wieder unten, das sind die 4, 2 Züge, das passt. Dann sieht das jetzt auch bestimmt besser aus. Das wollte ich hier sehen. 10, 40, 3, ja. 35, 42, 3, 24 und 51. Die wird ein bisschen mau angenommen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die gerade erst neu eröffnet ist, oder? Das ist das obere Ende, genau. Wartet aber auch schon der nächste wieder. Aber da sind gerade welche hingefahren, ne? Weil die hat jetzt nur noch die 3 da dran, ne? 55, 180. Da sind 104 drin, ne? 55. Einer fährt dann mit. 104, da sind 67. Die sind ein bisschen nah beieinander, ne? Das ist das Problem. Jetzt sind da 25 am Warten, aber warten die nur für die Linie? Ich will mal hoffen, dass das so ist, ne? Sonst wäre das ein bisschen komisch. 37, die fahren jetzt damit. 38. Hier sind es 81. Ne, das war verkehrt da. So. 38 unten, 81 oben. 81 plus. Ja, die 5 rein, aber viele raus. Da oben sind es 38, unten 15. Die 38 raus, 54 rein. Der wartet irgendwo Gegenverkehr oder sowas. Oder war in einem Bahnhof. Ja, ich glaube, das können wir aber so lassen hier. Das läuft schon. Gut, okay. Die haben wir uns angeguckt. Und das war jetzt Zug, ne, oder? Ja. Das ist das hier. Haben wir 2 Linien, reicht erstmal. Mal Schifffahrt. Gibt's nichts, was wir uns als Linienverkehr. Wir haben nur Anlegestellen, ne? Oder wie ist das? Die kommen ja dann hier hingefahren, ne? Ja. Flughafen hatten wir nicht. Taxistände haben wir auch, aber die sind, glaube ich, dann ohne Linie, ne? Gut. Da fährt auch einer weg. Das ist ein... Mach das mal weg. Das ist ein Passagierschiff, ne? 33 sind da drauf. Das ist aber auch eins, ne? Mit 7. Alles nicht der Rede wert. Doch, das fährt hier rüber. Ich dachte, das kommt hier nicht lang. Und das fährt auch rüber, okay. Was war da? Gefährlich, oder was? Bedienen. 8 Passagiere letzte Woche bedient, also nix, oder wie? Und 7. Passiert da was?
Sieht nicht so aus. Keiner steigt doch. Da ist was passiert. Fracht 16% ist jetzt auch nicht so der Bringer. Der hatte eben 33, hat jetzt einen. Okay, da sind welche gekommen. Oh. Das funktioniert gut, ne? Und wie ist bei dem? 3 drauf. Super, ne? 16% und jetzt 8%. Okay, Export ist nicht so. Wir haben nur Import. Und da 4% und da 32%. Okay. So, schauen wir weiter. 32, was passiert? 0%. Wird noch geladen oder nicht? 4%, okay. Da sind 8. Gut, jetzt lassen wir gerade gucken. Ja, wir müssen die Karte mal drehen, damit wir ja so unsere Standardansicht ungefähr haben. So, nochmal. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Bei der Mülltonne. So, die sind schon fast alle deaktiviert. Kriminalitätsrate ist zu hoch. Das Ding ist auch noch an. Leerung stoppen. Es leert sich, okay. ...96% voll. Okay, dann soll das mal erstmal weniger werden. Hier haben wir auch so eine Gefahr. Die werden aber alle geleert. Die sind aus, beziehungsweise leeren sich. Ist da überall so. Mehrere Probleme. Dann können wir den ausmachen. Räumung beendet. Der ist im hinteren Bereich, den machen wir auch aus. Die sind aus. Wird geleert oder sind aus. Hier ist auch der. Machen wir aus. Gut. Wenn wir das jetzt so machen, dann sehen wir, wer on und wer aus ist, ne? Okay, da passiert noch genug. Da ist, glaube ich, eine leer. Ja, die können wir aktivieren dann. Dann haben wir wieder Bereiche, wo was passieren kann. Okay, soweit so gut. Wir müssen hier gucken, dass wir Kommerz jetzt kriegen. Machen wir eine schöne Einkaufsstraße hin, ne? Komm, machen wir komplette Einkaufsstraße. Hier wäre noch ein bisschen weniger. Dann machen wir da und da noch was hin. Und hier können wir noch die beiden Flecken machen. Das lassen wir offen. Da machen wir noch was hin. Das ist ein dunkelblauer, der auch. Dann ist hier was gemacht. Hier wird hellblau, wenn verlangt sein. Geht aber nichts mehr da vielleicht noch. Da wäre noch ein bisschen, aber machen wir da nicht hin. Machen wir so. So, jetzt sinkt der aber auch. Jetzt nehmen wir noch ein paar grüne Häuslein dabei. Machen wir hier noch was hin. Der nicht. Der noch. Hier können wir das auch machen. Hier machen wir größere hin. Aber die sind schon alle. Da noch. Ja. Da vielleicht noch kleineres da, da. Dann ist hier bis auf den Flecken zu. Hier machen wir noch das. Alles gut. Die Rückseite, ne? Sie wäre besser grün gewesen. So, hier noch ein bisschen verschönern.
lass mal so. Hier schön am Dingens noch was. Am Wasser. Freuen die sich alle, ne? So, da haben wir da auch ein bisschen was getan. Jetzt wird aber schon wieder blau gefragt. Da machen wir den hin. Das ist Helldorne. So passt's da. Hier ist noch eine Ecke. Da auch noch, wenn. Machen wir das noch zu. Geht hier, ne, oder? Hinterhof war das dann mal auch zu. Ja, sieht gut aus, oder? Jetzt ist wieder ein bisschen grün am Steigen. Hier ist aber alles okay, ne? Da waren noch welche, hier sind noch welche. Hier könnte man noch was machen. So, Zentrum ist zu. Jetzt können wir im Randbereich noch ein bisschen was machen. So. Hier noch. Ich glaube, hier ist die Zufahrt, ne? Und da auch? Da auch. Gut, dann haben die auch Wohnbereich, obwohl da steht immer noch grün. Machen wir das zu. Passt, oder? Da noch ein paar hin und alles ist gut. So, das sollte laufen. Ja, da wäre noch ein blauer vielleicht machbar. Genauso wie da. Da auch noch und da auch mal kleinen blauen hin. Den machen wir weg, da können wir höchstens noch eine Straße durchziehen dann. So, jetzt ist hier irgendwie der blaue Dunst weg. Keine Ahnung, wo der, ne? Wenn er rauszoomst, ist er noch da. Sieht es ein bisschen besser auf jeden Fall aus. Gut, dann bauen wir wieder ein bisschen mehr auf hier. 26.000 ist schon mal was, obwohl hier lange jetzt 28, also immer ein bisschen unzufriedener sind. Aber man kann nicht alles richtig machen, ne? Oder? Kommerz ist immer noch gefragt. Ja, gingen wir vom Friedhof Kommerz, das passt schon. Da sind Wohnhäuser, aber das wollten wir ja freilassen. So, gut ist. So, dann, wenn wir schon die Folge noch ein bisschen was machen wollen, dann machen wir noch ein bisschen Industrie hier hin. Damit die auch kommen können. Machen wir hier die Lücken zu. So, dann haben die was zu bauen. Hier weiß ich jetzt nicht. Sieht so aus, als ob da auch was hingeht. So. Hier ist alles toll. Da auch. Da gehen nur drei. Ja, hier wird auch noch was gehen, ne? Passt. Lassen wir so. Soll erstmal reichen. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.